Ich bin Oboenlehrer an der Kolpingmusikschule in Süßen. Ich stelle euch heute mein Instrument, die Oboe, vor. Die Oboe gehört zu den Holzblasinstrumenten. Das liegt nicht nur daran, dass sie aus Holz ist, sondern hauptsächlich daran, dass sie vorn ein Mundstück hat, ein Röhrchen. Das ist teilweise aus Holz, deswegen gehört sie dazu. Durch dieses Röhrchen müssen wir die Luft, den Klang schicken. Ich spiele euch einfach mal ein paar Töne und wer Blockflöte gespielt hat, erkennt vielleicht ein paar davon wieder und wird erkennen, die Oboe ist sehr, sehr ähnlich. Das war der Ton G, den kennt ihr. Ton A, eine Stufe höher. Das war der Ton H. Ganz einfach, das nennt man eine Tonleiter. Ich spiele mal eine ganze Tonleiter. Das war zum Beispiel G-Dur, es beginnt mit G. Das heißt, wer Blockflöte schon gespielt hat, ein paar Jahre, der hat einen anständigen Vorteil, aber auch die, die noch gar nichts gespielt haben, können dieses Instrument durchaus erlernen. Man muss halt am Anfang ein bisschen fleißiger sein als die anderen und die Griffe nachlernen. Oboenunterricht ist ein bisschen anstrengender als Blockflöte, das habt ihr sicher gesehen. Ich kann nicht nur den Ton leicht losschicken, sondern ich muss ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Jetzt spiele ich einfach mal, was mir gerade so einfällt, dann seht ihr, wie die Oboe in der Gesamtheit klingt. Das war eine sogenannte Improvisation. Was muss man noch wissen? Oboe ist nicht ganz so billig wie andere Blasinstrumente, aber ab 500 Euro zum Beispiel kriegen wir entweder ein gebrauchtes, besseres Instrument oder ein neueres. Das ist allerdings dann aus Kunststoff, geht aber für den Anfang mindestens ein paar Jahre problemlos. Wie lange sollte man konzentriert dabei geblieben sein, bis man irgendwo mitspielen kann, zum Beispiel im Schulorchester oder im Musikverein? Normalerweise braucht das 2 Jahre und dann kann man hier oder da eine kleine Aufnahmeprüfung machen und das sollte gut erreichbar sein. Also bis jetzt haben es alle geschafft, dann schafft ihr das auch. Ich denke, das kann es mal gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei uns vorbeischaut. Dann könnt ihr das auch mal ausprobieren. Und bis dann. Tschüss.